Muss ich sagen, bin ich jetzt die Woche wieder etwas umgeschwenkt, nachdem ich ja am Dienstag extrem wenig Motivation hatte. Also das ist ja echt schon krass gewesen, wie ich da vollkommen raus war und gar keinen Bock mehr hatte auf irgendwas. Aber das ist jetzt zum Glück gekippt worden, denn am Donnerstag hatte ich eine Vorlesung, die wieder ganz gut verlaufen ist. Erstmal ist es zu einer Zeit gewesen, die für mich ja immer ein bisschen angenehmer ist. Also mitten am Tag, 14 Uhr, darauf bin ich in der letzten Folge ziemlich detailliert eingegangen, warum ich genau den Zeitraum irgendwie eher ablehne, als wenn es zum Beispiel 16 Uhr erst ist. Also früh morgens habe ich zum Beispiel jetzt auch kein Problem aufzustehen für eine Vorlesung, weißt du, da hat man's weg und danach frei, ist auch nicht schlecht. Sonst ist es natürlich ganz cool, wenn es erst später ist, da kann man vor allem vorher noch was machen, aber wenn das so mittendrin ist manchmal und man vielleicht vorher noch einen Termin hat früh morgens, dann kann man dazwischen die Zeit gar nicht ordentlich nutzen, weil es sich nicht lohnt, irgendwas anzufangen und ne, man muss dann die Zeit totschlagen gefühlt. Und sowas mag ich immer überhaupt nicht. Also da ist es mir lieber, wenn ich wirklich den ganzen Tag habe noch und dann muss ich halt erst 16 Uhr zum Beispiel zum Unterricht, das ist noch relativ cool. Aber wie gesagt, das habe ich letztes Mal deutlich besser erklärt und da will ich jetzt nicht alles wiederholen, nur mal so nebenbei, dass ich wirklich nicht unbedingt ein Langschläfer bin, denn ich bin unabhängig dessen, ob ich an irgendeinem Tag weg muss oder nicht, eh in letzter Zeit darauf aus, so früh wie möglich aufzustehen, was mir in letzter Zeit auch wieder deutlich besser gelingt. Also das baue ich echt immer weiter aus und naja, jedenfalls wollte ich jetzt zu dem kommen, was in dem Unterricht los war. Also erstmal habe ich wieder einiges nebenbei schaffen können. Ich habe mich deutlich produktiver gefühlt als in manch anderem Unterricht, denn zum Beispiel, wenn ich da Dienstag hingegangen wäre in dieses andere Modul, dann wäre das sicher nicht so geworden, dass ich nebenbei einfach mal relativ leicht an meiner Bachelorarbeit arbeiten kann, sondern da hätte ich wahrscheinlich ewig gestruggelt und wieder irgendeine Beschäftigung gesucht. Das hatte ich ja auch hier erzählt, dass ich da irgendwas mir überlegen muss und dann so kurz nach Pfingsten hatte ich halt auch gar keinen Bock. Hinzu kam ja noch, dass ich überhaupt Geburtstag hatte und da wollte ich nicht einen Tag zwischen Pfingsten und meinem Geburtstag unbedingt mir die Stimmung versauen. Das ist ja echt ein Faktor. Vor allem hatte ich letztes Jahr auch miese Probleme bzw. mich ziemlich geärgert, dass ich ausgerechnet an meinem Geburtstag den ersten Arbeitstag hatte bei meinem Praktikum, obwohl ich nur einmal die Woche dahin muss, ne? Da ist das ausgerechnet auf den Wochentag gefallen, aber Problem war, dass es sich vorher nicht ergeben hat. Ich war halt krank da in der Zeit und dann ist es auch so gewesen, dass mein Praktikumsbetreuer oft nicht konnte. Da mussten wir das immer aus verschiedensten Gründen verschieben und das hat sich schon hingezogen seit Anfang April insgesamt, wo ich anfangen wollte ursprünglich. Ende Mai hat es dann geklappt erst. Das hätte ich also jetzt nicht unbedingt noch weiter nach hinten verschieben können in der Situation damals, denn ich wollte ja auch noch ein bisschen was schaffen in dem Semester, was dann aber nicht mehr so geklappt hat leider. Naja, ist aber ein anderes Thema. Jedenfalls habe ich mich da extrem geärgert, wie schon gesagt, dass ich nicht an meinem Geburtstag einen entspannten Tag haben konnte, denn das wäre schon sehr, sehr gut gewesen und letztes Jahr auf jeden Fall auch günstig, so von dem Feeling her. Da habe ich ja auch noch ganz klassisch studiert sozusagen, dass ich jeden Tag in die Vorlesung gegangen bin. Das ist ja jetzt alles gar nicht mehr so. Es fühlt sich definitiv anders an, der Alltag, weil ich ja zwischen den Stühlen sitze bezüglich Bachelor- und Masterstudium. Nächstes Jahr wird das auch wieder anders sein, keine Frage, aber dieses Jahr ist es schon irgendwo ungewohnt und deswegen wäre es halt cool gewesen, wenn ich letztes Jahr unter anderem deshalb auch den Tag frei gehabt hätte, generell, ne? Es ist eben eine ungünstige Situation, kann man sich ja allgemein vorstellen, wenn das eben so zufällig auf diesen Tag fällt. Aber okay, ich glaube, das haben wir jetzt genug besprochen. Ihr wisst, was ich damit meine und deswegen kommen wir mal wieder zu dem anderen Fach. Da ist es nämlich jetzt so, dass auch bekannt gegeben wurde, wann dieser Vortrag sein soll. Das war mir nämlich noch ziemlich unklar die ganze Zeit und hat mich auch etwas verunsichert, wie geht das jetzt überhaupt weiter und jetzt besteht eben endlich Gewissheit. Das wird nämlich Anfang Juli sein und ich bin mal gespannt, ob ich das wahrnehme dieses Jahr oder nicht, denn mir steht natürlich jetzt das Ganze einigermaßen offen. Ich muss halt schauen, ob ich es hinkriege, auch zeitlich und
generell, ob das wegen der Anerkennung des Moduls funktioniert, wenn ich das vor dem offiziellen Masterstudium mache. Doch das ist jetzt auch alles nichts Neues. Allerdings ist jetzt bekannt gegeben worden darüber hinaus, dass wir am nächsten Montag eine Zusatzveranstaltung haben, weil ja so viel ausgefallen ist zwischendurch und wir einmal nur online hatten, obwohl das jetzt nicht ersetzt werden muss, weil das haben wir ja letztendlich offiziell gehabt. Aber wenn man so will, wir hatten jetzt 4 Wochen Pause von Präsenzunterricht in dem Modul und deswegen ist es schon ganz gut, dass wir jetzt auch mal so einen Ausweichtermin hinbekommen haben. Allerdings ist das wieder 14 Uhr, also für mich nicht so günstig, denn tatsächlich sitze ich Montag wieder genau zwischen den Stühlen, was ich vorhin gesagt habe, dass ich vorher einen Termin habe, in dem Fall wirklich, und 14 Uhr halt dahin muss. Dazwischen kann ich allerdings nichts mehr machen. Wenn das 2 Stunden später wäre, könnte ich da zum Beispiel schwimmen gehen oder noch irgendwas Sinnvolles anstellen, aber jetzt so, ja, gefällt es mir schon wieder gar nicht. Aber ich hoffe, dass ich mir da was einfallen lassen kann und würde es jetzt auch nicht davon abhängig machen, denn wenn ich wieder mich danach so produktiv fühlen kann und so weiter, komme ich vielleicht doch wieder ganz gut in das Semester rein und entsprechend in den Lernrhythmus, was ja mein großes Ziel war für das gesamte Semester, dass ich einfach mal wieder etwas mich daran gewöhne, was ich ja immer wieder hier auch erzählt habe. Und wenn wir dann Donnerstag wieder haben, weißt du, dann ist das schon so eine Steigerung, die ich erreichen wollte. Vor allem auf eine angenehmere Art und Weise als mit diesem anderen Dienstagsmodul. Also darauf kann ich echt verzichten. Ich glaube, da gehe ich jetzt auch doch nicht hin. Ich hatte nämlich überlegt, da jetzt mich nochmal blicken zu lassen und wenigstens teilweise teilzunehmen. Nicht unbedingt jede Woche, aber zwischendurch. Allerdings werde ich wohl darauf verzichten. Oder ich bin mir natürlich noch nicht ganz sicher. Vielleicht ändert sich's auch. Muss ich gucken. Aber wenn ich mir das wirklich selber beibringen kann, was ja nun der Plan war, dann sollte es auch so funktionieren und ich kann im Sommer trotzdem an der entsprechenden Hausarbeit schreiben.